hier, die musst du auch gleich schneiden, Flo. Das ist wichtig. Hast du gewaschen? Da kommt kein Wasser raus! Ja, Ben. Oh nein, das macht man so nicht. Und ich ticke die Uhr wieder an. Und sie läuft. Was hat Kalle gemacht? Moin Mädels, moin Jungs. Ich bin's wieder, euer Car to the Car. Aber heute bin ich nicht alleine. Ich habe ein paar Freunde mitgebracht und auch den guten Christian Rach, Starkoch, ne? Nicht wahr? Heute wird gekocht, ihr habt es euch lange gewünscht, aber nicht einfach so, jeder für sich, sondern wir machen eine Pass It On Challenge. Ne? Google Play hat uns hier eingeladen und hat gesagt, komm, Genshin Impact ist ein geiles Game. Und deswegen sind der Sepp dabei und der Flo. Ich freue mich, dass ihr da seid. Servus. Ja? Wir haben jetzt ein Hauptgericht heute, was wir kochen werden. Es gibt insgesamt 3 Videos bei den Pete's Meats auf dem Kanal. Gibt es die Vorspeise, ja. Dann lecker Dessert nachher bei Flo. Ja, wird auch cool. Könnt ihr gerne vorbeischauen, Links in der Beschreibung. Und ja, der Christian. Der wird uns hier heute so ein bisschen durchführen, beziehungsweise auch mal helfen, hoffe ich. Naja, und damit das Ganze auch ein bisschen eingeordnet wird und Sinn und Verstand hat und vor allen Dingen hinterher auch schmeckt, dafür bin ich dann zuständig. Das heißt, ich werde nicht nur immer die Streicheleinheit hier bedienen, sondern auch mal Tacheles reden. Oh nein, das macht man so nicht! Aber ein Goodie gibt es natürlich noch für euch. Ihr dürft mich einmal als Joker benutzen. Das heißt, nur einer von euch. Und wenn du das am Anfang schon gleich machst, dann müssen die beiden natürlich da ganz alleine mit klarkommen. Also, ich kann nur sagen, konzentriert euch und habt richtig Bock darauf, weil ich habe Bock darauf. Und wie das Ganze abläuft, jeder von den Jungs hat 15 Minuten Zeit. Hier habe ich die Stoppuhr stehen und damit wird die Zeit gestoppt, weil ein bisschen brauchen wir natürlich die Power da drin und ich freue mich jetzt schon. Und hier schwimmen die Hauptgänge rum. Die muss Kalle jetzt angeln. Es gibt 3 verschiedene und danach wird dann gekocht. Also Kalle, ran an die Angel. So, ich bin hier die Ente. Ja, ja. Ja, so, jetzt schließe das Ding einmal um. So, wir haben Lila. Lila haben wir. Ich habe jetzt hier das Lila. Und das ist genau dieses Gericht. Bist du schon aufgeregt? Ja, das wird lecker. Das wird lecker, das behauptet er jetzt noch. Wir haben nur das Bild. Da gibt es kein Rezept dabei. Das heißt, die 3 Jungs und Kalle am Anfang, die müssen nach ihrer Fantasie frei Schnauze, würde ich locker sagen, kochen. Und das Bild, so soll es hinterher aussehen. Barbatos Ratatouille. Oh weia, das hat irgendwas mit Ofen zu tun, oder? Du fragst mich jetzt schon, oder was? Also, wir haben hier ein cooles Rezept, aber Christian, ich wollte direkt meinen Joker benutzen. Bing, 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 bing. Ich brauche alle Zutaten, die jetzt hier rein sollen. If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients. Okay, dann, wir haben 2 Minuten. Auch das gucken wir genau hin. Ratatouille, machen wir uns Gedanken. Was ist Ratatouille? Ist klassisch aus dem Französischen. Zucchini, Paprika und Aubergine, Zwiebel, Knoblauch und so weiter und so fort. Ja. Hier haben wir ein Spezialratatouille mit Karotten, Kartoffel und roter Zwiebel als Hauptzutat. Ja, okay. Das heißt, das legen wir uns alle dahin. Knoblauch brauchen wir auch. So. Und dann kannst du natürlich, das muss dorthin damit dabei sein. Dann Sellerie passt zu sowas immer ganz, ganz wunderbar. Geil. Das würde ich machen. Ich würde Tomate dazu nehmen. Geil. Als Grundlage. Und wir brauchen ein kleines bisschen Brühe, aber das können wir ganz zum Schluss machen. Okay. Jetzt brauchst du ein Schneidebrett. Dann fängst du an, Kartoffeln zu schälen, Karotten zu schälen. Als allererstes. So. Das, hier, guck, das ist ein ganz simpler Trick. Bist du genauso schnell, aber mit dem Messer rücken bitte. Hat deine Oma früher auch so gemacht. Ja, ja. Frag sie mal. In Ordnung. Überall sind schöne Kräuter, da ist Salz, da sind Brühen, da ist Thymian. Das Ding ist ja bei so einem Hauptgericht für 3 Personen, da brauchen wir ein bisschen mehr. Wir wollen ja eigentlich jetzt nicht ein Sattwertessen machen, sondern wir wollen die Es soll Game. Einfach nur schmecken. Okay, wir sollen das Game gewinnen. Das soll am Ende des Tages, soll das hier richtig abgehen und es soll duften und soll Spaß machen. Darf dir ja gar nicht mehr helfen. Ja, aber wenn du das machst, ist ja nicht meine Schuld. Ne? Kannst du hier abbrechen. Ist ja, er ist ein Manipulator hier, das kann ja nicht wahr sein. Apropos, schon mal hier so eine Presse, habe ich die nicht eben gesehen? Nee,
gut. Knoblauchpresse oder schneiden wir die? Ich würde keine Presse. Gut, dann schneiden wir die. Das ist doch gar kein Schränke Thema. Macht man immer wieder zu, mein Lieber. Ja, klar. Aber wenn man keine Zeit hat, dann hat man keine Zeit. So. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Ja, genau. So. Ja. Ne? Was hältst du von kalten Nudeln? Wenn sie gut gekaltet sind. Gut gekaltet? Aber naja, vorher kochen, ne? Und dann abkühlen. Ja. Ich muss, glaube ich, einfach nur so anfangen, Dinge zu tun, damit Flo dann gleich sieht, ach, guck mal, so, das hast, benutzt er jetzt. Du hast Halbzeit. Siehst du, sag ich ja. Ja? So, wo haben wir denn hier die Zwiebeln jetzt hin? Die haben wir schon wieder verloren. Ne, da sind sie ja doch. So. Und damit ihr wisst, was er zu machen hat und was dann noch Flo zu machen hat und Sepp zu machen hat, können wir das hier schon mal lesen. Einfach hier. Naja, also die Messer zu Hause habe ich schon. So. Noch lachst du. Ja, klar. Ja, das Chaos muss Flo leicht beseitigen. Ja. Ich schneide meine Zwiebeln nice. Ich mache das immer so. Was heißt denn nice? Hey, Zwiebel, du bist nice. Nice Zwiebel. Nice, ich liebe Zwiebeln. Ja, Zwiebeln, aber also ich heule zum Beispiel nie beim Zwiebeln schneiden, da bin ich resistent. Aber, wie du schon siehst, mit dem Werkzeug hier. Ich brauche hier ein besseres Messer. Nee, das ist nicht besser. Das ist bestimmt besser. So. Kalle, ja, bitte? Du weißt, dass wir uns auf der asiatischen Ebene bewegen, ne? Große Stücke. Nee, nicht große Stücke. Für deine Geschmacksrichtung, für deine Planung. Ja. Du hast ja jetzt einen Plan. Nee. Warum hast du keinen Plan? Ich habe noch nie Ratatouille gemacht. Und ich denke immer, das muss in den Ofen. Es gibt einen wunderbaren Film, Ratatouille. Ja, mit so Mäusen, ne? Mit so Mäusen. Ja. Schön Sonntagnachmittag, schlechtes Wetter, dunkel draußen. Habe ich nie gesehen, will ich nicht. Ich habe mir halt so planmäßig gedacht, ich schneide jetzt einfach so gut ich kann, so viel wie möglich. Und dann kommt gleich der Flo rein und sieht, aha, der kann schneiden, supi. Ich koche jetzt. Das ist so der Plan, deswegen mache ich ganz entspannt. Du hast eine rohe Kartoffel im Mund. Ja, klar. Warum? Du weißt, dass das nicht so lecker ist. Ich bin ein verrückter Typ. Nee, das ist schwarz, schwarz schneidet man weg. Nicht die ganze Scheibe wegschmeißen. Na klar. So. Rohe Kartoffeln sind nicht unbedingt sehr bekömmlich. Genau wie rohe grüne Bohnen sollte man auch nicht essen. Ich habe mal ein Kochvideo mit jemandem gemacht. Du hast schon mal ein Kochvideo gemacht? Ich habe schon mal ein Kochvideo gemacht. Das hätte ich aber jetzt nicht gedacht. Mit Annie the Duck. Und da habe ich Hefe getrunken. Hefewasser. Also, nee, Hefestärke. Diesen Klotz. Soll ich fast sagen. Das war nicht so gut. Da musste ich oft zur Toilette. Ja, sicher. Ah ja, ich bin ein verrückter Typ. Wie lange habe ich denn noch, Christian? Das ist mir immer verdächtig, wenn jemand zu mir sagt, ich bin eigentlich ein ganz verrückter Typ. Oh oh. Du hast jetzt noch knappe 3 Minuten. Da kann ich ja entspannen, da kann ich mich ja gerade hinstellen. Ah, ja. Ich koche ganz gerne tatsächlich, aber so unter Stress und Zeitdruck, wenn jemand, der gut kochen kann, mir dann so auf die Finger guckt, dann ist das überhaupt nicht meins. Guck mal, ich stehe in 2 Meter Sicherheitsabstand zu dir. Ja. Und gucke nur zärtlich bemüht zu dir rüber. Zärtlich bemüht ist auf jeden Fall ein sehr guter Ausdruck. So. So. Ja. Also ich denke halt, der Flo muss jetzt quasi einfach von mir die Taktik mitbekommen. Das ist jetzt so meine Philosophie. Ich gebe ihm jetzt die Taktik vor, ich schneide ihm teilweise Sachen vor, er muss nicht mehr so viel machen, außer kochen. Aber ganz wichtig ist, er darf natürlich keine Übergabe per Worte mit Flo machen, sondern so. Flo muss begreifen, welche Taktik, wenn es denn eine ist, hier unser Kalle überhaupt an. Wo sind denn die Töpfe? Da kommt richtig viel Wasser raus aus dem Hahn, muss ich sagen. Ja, das haben wir gemacht, um das Spiel schnell zu machen. Geht richtig schnell. Ja, gerade wenn man unter Zeitdruck ist. Kannst du mir einen Gefallen tun? Nein. Nur sagen, wenn der Dein Joker ist verbraucht, mein Lieber. Ach, Mann. 40 Sekunden. 40 Sekunden. Im Herd steht, oder? Scheiße. Aber guck mal, das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht wie aus wie in der Küche. Normalerweise, bevor man mit dem Kochen anfängt, das ist die erste Regel, die ich damals gelernt habe. Man muss alles vorschneiden. Hier, die musst du auch gleich schneiden, Flo. Das ist wichtig. Hast du gewaschen? Da kommt kein Wasser raus! Entschuldigung. Er verliert die Nerven. 15. Mach an, den Lachs. Er macht es nicht an! Doch. Gut. 9 Sekunden, 8 Sekunden. Oh. Du meinst, du das lässt es so. So, und Schürze aus und auf Wiedersehen, du gehst nach Hause. Gut, okay, tschüss, danke. Das war der erste Streich. Und die Uhr läuft da. Und Flo kommt herein. Da und ist er. Da ist er, er steht am Herd und ich ticke die Uhr wieder an. Und sie läuft. Was hat Kalle gemacht? Das soll's geben. Barbados Ratatouille.
Wir befinden uns natürlich im asiatischen Geschmacksbild. Alle klar, Kartoffeln war das erste Gemüse, das im Weltall angebaut wurde. Easy. Karotten, ja. Kartoffel, Zwiebel. Ja, nice. Klingt erstmal, ja, okay. Ratatouille, sagt ihr was? Ja, Ratatouille sagt mir was. Ich kann jetzt einfach nur ganz viel Zeug zusammenschmeißen. Okay, gut, ich arbeite. Das ist die Arbeit von einer Viertelstunde. Das schockiert mich und ich möchte weinen. Ja. Okay, cool. So, übrigens, so testet man, ob ein Herd heiß ist. Nee, ein Induktionsherd wird nie heiß. Ja, aber hätte ja sein können, dass da gerade noch ein Topf drauf stand. Dann ist er auch nicht heiß. Dann wäre die Arbeit sofort ab. Echt? Ja. Sieht ein bisschen nach One-Pot-Gericht aus. Wir kriegen es auch am Ende ein bisschen schlotzig hin, aber erstmal brauche ich eine große Pfanne, weil wir müssen auf jeden Fall irgendwie dafür sorgen. Flo benutzt die richtige Küchensprache. Schlotzig, das meint natürlich so. Sehe mich, dass das Ganze am Ende des Tages die richtige Verbindung ist. Emotion, das versteht er unter schlotzig. Schon mal ein Ratatouille gekocht? Ratatouille selber auch schon mal gekocht. Ich habe im klassischen französischen Sinne. Eine vegetarische Ehefrau, aber da tatsächlich eher die französische Variante. Also mit Paprika. Paprika, Karotten. Nee, Zucchini, Aubergine. Genau, Zucchini. Ich glaube aber Aubergine hatte ich gar nicht dran. Boah, na gut, schauen wir mal. Auf jeden Fall werden wir Sepp zurücklassen mit ein paar angebratenen Pilzen. Und eventuell kommt er ja zumindest. Ja, du musst schon ein bisschen Gas geben, ne? Weil wenn Sepp in einer Viertelstunde alles garen muss, das wird er nicht schaffen. Nee, wird er nicht. Ich hoffe nur gerade, wir kriegen hier mal Temperatur drauf, weil irgendwie. Komm. Will das nicht. Ja, ich dachte, wir entspannen uns jetzt ein bisschen. Der Flo ist gerade in der Küche und brutzelt da, was ich da für ihn vorbereitet habe. Was hat. Bin sehr gespannt. Der hat ja dein Essen auch so ein bisschen noch aufgepimpt. Ja, ich hoffe auch auf Flo. Ja, wir spielen jetzt Genshin Fun. Ja. Ja, das heißt, wir lassen jetzt hier mal Thoreau den Elefanten mal ein bisschen aufdrehen. Mhm. Der schießt uns hier kleine Schmetterlinge raus und mit unseren Cash fangen wir die einfach auf. Das ist quasi wie in Genshin, ne? Da muss ja, er auch genau, richtig. Ja. Okay. Dachte ich, ist vielleicht eine gute Zeit. Ja. Wir warten. Ja, du bist ja auch gleich noch dran, musst gleich noch das Essen fertig machen. Ne? Ja, ich kann mich jetzt noch ein bisschen bewegen und dann gleich loslegen. Ja. Gut, ich würde sagen, wir machen einfach mal an. Ja, let's go. So, der muss ich jetzt erstmal ein bisschen aufladen, glaube ich. Ich weiß ja nicht, was Kalle in der Viertelstunde gemacht hat, aber Zeug geschnitten hat er nicht. Da kommt richtig viel Wasser raus aus dem Haar, muss ich sagen. Ja, das haben wir gemacht, um das Spiel schnell zu machen. Geht richtig schnell. Du hast noch gute 3 Minuten. Haben wir einen Löffel, zufällig einen kleinen, an den ich schnell rankomme? Ja, oder einen großen? Flo ist natürlich kontrolliert und überlegt mit System, aber er hinterlässt natürlich per Sepp noch einen riesen Wust an Aufgaben. Ob der das dann wirklich zu Ende bringen kann? Aber wir beeilen uns jetzt hier für Sepp. Für Sepp! Mal hier, der kriegt jetzt hier. Ach, meinst du, der fährt jetzt seinen Rüssel aus, meinst du? Wir müssen ihn bei seinem Rüssel ein bisschen halten. Okay, er hat Startschwierigkeiten. So, jetzt kommen sie, siehst du? Da kommt jetzt dann langsam. Kann man hier noch mehr? Da, kommen sie! Und oh, da muss ich gleich. Ah, eine! Oh, was? Oh, man erzählt nicht! Alter, ich hab. Oh ja, oh ja! Ja, wir schaffen das. Ist dir schon eine runtergefallen? Ja. Ich hab aber Aber ist nicht schlimm. So, da kommen noch welche. Nächste Lage. Oh, nein, der sagt daneben. Ja, oh nein! Ja, ich krieg das in Genshin. Vorhin habe ich das auch scheiße, nicht. Ich hab keine. Wir nehmen, was wir haben. Und das sind diese Messer und wir drei. Wir drei. Besser wird's nicht heute. Hast du Kartoffeln im Griff? Kartoffeln habe ich überhaupt nicht im Blick. Aber ich werde mal kurz gucken, wie die sich hier verhalten. Ah, das ist in Ordnung. Schöne ist, ein bisschen Stärke ist ja da auch noch mit drin. Haben wir gleich noch was von dem Kartoffelwasser einfach dazugegeben. Ist egal. Mal schauen. So, eine Minute noch, Flo. Noch was reißen können, indem wir noch ein bisschen wenigstens anfangen zu würzen. Countdown läuft. So. Übergabe, Flo tut zu sehr. Hier schönes, nochmal nicht. Chili einfach prinzipiell mit rein. Da sehe ich Kalle und mich. So. Erdnussöl brauchen wir jetzt auch nicht, aber schön zu wissen, dass wir welches haben. Sehe ich gerade zum ersten Mal. So. Aber das könnte doch gut dazu passen, Erdnussöl. Ja, aber das Abschmecken muss ja nun wirklich der Sepp übernehmen. Nein, jetzt ist bei mir auch einer. Jetzt habe ich zwei. Ja, jetzt haben wir die Hälfte verloren. Ich glaube, ist alles raus. Ich glaube, das war's. Da ist ja nichts mehr. Jürgen, pack den Rüssel wieder ein.
Okay. Das ist einfach so. Alles klar. Gut. Kalle, wie viel hast du? Also, warte, ich zähle. Ja. Eins. Zwei. Also, ich habe eins, zwei. Wow. Zehnmal doppelt, geht schneller, ne? Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Aber ich habe auch irgendwie vier verloren. Das heißt, ich habe ganz schön Fun gewonnen. Du bist halt einfach krass. Erfolgreich. Perfekt. Super. Ja. Und dann würde ich sagen, dann bin ich gleich nach Flo dran. Ja, ich hoffe, jetzt konnte ich ein bisschen runterfahren. Ja, ich nehme Schmetterling mit und packe ihn einfach mit aufs Essen. Das ist eine super Idee. Okay. Mach das bitte nicht. Gut, wir schauen mal bei Flo in der Küche vorbei und dann ist Dann geht's weiter. Ja, Tempo ist hier angesagt. Richtig muss es sein. Und ich bin gespannt, ob das Ding noch wirklich fertigzustellen ist. Egal, was Kalle da aus den Kartoffeln gemacht hat. Warum machst du die Kartoffeln jetzt klein? Ja, weil das noch nicht so durch ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und Schluss. Und jetzt so, ist und Zeit, wir brauchen Sepp, bitte. Der Herd läuft weiter, da wird nichts ausgemacht. Und sonst was. So. Und Sepp ist hier. Und oh, hier ist aber voll. Zeit läuft. Viertelstunde. Wieso boosten wir? Viertelstunde zum Fertigstellen. Okay, wieso boosten wir? Wir haben irgendwie. Was ist denn da alles drin? Was haben wir überhaupt für ja, Tricks? Endlich kommt diese Frage. Christian, was müssen wir machen? Barbados Ratatouille. Ratatouille? Oh, das klingt aber das gut. Aber wir sind ja natürlich asiatisch unterwegs. Ja. Ach, hier sind Karotten. Und was ist. Da waren die Kartoffeln drin. Ja, dann. Was passiert jetzt, wenn du jetzt rohe Sachen zu dem Gegarten machst? Die werden nicht gar. Aber haben wir nicht. Nee, nicht aber. Wo sieht raus? Heiß. Notfalls kannst du auch mit dem Löffel arbeiten, falls es dir zu heiß ist. Nee, nur als kleiner nicht. Tipp. Löffel gibt's nicht. Ja, und ich bin Man muss aus seinen Fehlern lernen. Ja, und Zucker gibt's auch nicht mehr. Aber die Zeit läuft, das weißt du, ne? Ja. Guck mal, wir brauchen Wasser, ne? Wir brauchen Wasser, um die zu kochen. Wieso wurden denn die Möhren so spät da reingemacht? Das kannst du gleich deine Kollegen fragen. Oder haben die es einfach vergessen? Ratatouille hast du schon mal gegessen in deinem Leben? Habe ich schon mal gegessen, ja. Gut. Kennst du den Film auch? Den Film kenne ich auch. Da gab es doch eine Maus. Genau. Ne? Das Ganze soll asiatisch schmecken. Dann nehmen wir doch Sesamöl. Sesamöl machen wir ganz am Ende drauf. Das habe ich mal gelernt. Das darf man nicht erhitzen. Sehr gut. Ah, guck mal, ein extra Punkt für Sepp. Warum rührst du jetzt da drin herum? Rühren heißt immer, ich weiß nicht, was ich tun soll. Genau. Ja, deswegen, also. Wieso kennt der Mann mich so gut? Wir kennen uns doch noch gar nicht so lange. So, was ist das? Oh. Das ist intensiv. Was ist das? Das habe ich schon mal gemacht. Das ist das hier, ne? Wie heißt denn das? Sellerie? Ja! Guck mal! Ratatouille ist immer ein bisschen, wie Flo gesagt hat, schlotzig. Wir kriegen es auch am Ende ein bisschen schlotzig hin, aber erstmal brauche ich eine große Pfanne. Hier sind Teller. Was machst du denn mit deinem Löffel in der Brühe? Ach du Scheiße. Ja, hier. Ach du Schande. Das geht nicht. Ach du Schande! Es ist heiß. Heiß! Nee, so lange waren ja noch nicht drin. Körper ist da, wir richten jetzt an. Ich würde jetzt erstmal noch die Gemüse zufügen. Ja. Hol doch ein kleines Sieb oder irgendwas oder eine Schaumkelle, wo du das rausholen kannst. Wir brauchen Action, Christian. Du brauchst Action. Wir brauchen Action. Ein bisschen Flüssigkeit brauchen wir noch, weil das ist gut verkocht. Vielleicht brauchen wir gleich noch ein bisschen mehr. Aber es sieht jetzt auf jeden Fall schon deutlich frischer aus mit dem Möhren. Mir fehlt irgendwie das Grüne noch. Das Grüne haben wir gleich hier. Was ist das denn? Wieso haben wir denn Spinat? Spinat hätte ich auch ganz gerne. Wir richten jetzt an. Ja, und guck dir das Chaos mal an hier. Versuchen das so möglichst. Kartoffeln unten, Möhren obendrauf. Damit das vielleicht noch ein bisschen schöner aussieht. Muss man ja auch vier Stück machen, ne? Das ist jetzt ja auch so eine Sache. Dann kommt da auch noch ein bisschen was an. Und vor allen Dingen machst du gleich die Schalen mal richtig sauber, da holst du ein Stückchen Papier. Oh, das ist eine gute Idee. Das Auge isst immer mit. Aber ich habe zu wenig Tomaten, um das Ganze auszu...
So. Wie lange haben wir noch? 1 Minute 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Sowas gesehen, was da steht? Was ist das denn? Oh, das ist ja, das ist Wein. Ist das Reiswein? Reisessig. Reisessig? Essig. Riechst du erst mal dran, ob das dazu passen würde. Ich glaube, ich kriege das gar nicht mehr auf. Du hast jetzt noch 25 Sekunden. Ja, nimm mal, Oh nein, das macht man so nicht. Du kannst ja nicht aus der Flasche das trinken. Das ist ja nicht für mich. Das ist ja nicht für mich. Ja, dann muss ich das jetzt selber trinken. Leider, Zeit vorbei. Okay. Das war's. Das war's. Aber es ist, das ist ganz schön geworden, muss ich sagen. So, also. Da kommen die Mitstreiter. Ei, ei, ei. Der Joker-Verbrenner. Oh, das sieht nach Essen aus. Das sieht nach Essen aus. Das sieht nach Essen aus, ja. Jungs, kurze Einschätzung. Wie war es für dich? Kalle? Es war sehr schön. Wir haben uns gut unterhalten. ich dachte, ich mache es schlau, wenn ich den Joker direkt nutze. Ja, und Christian einfach direkt frage, welche Zutaten sollen wir nehmen? Bitte sag's mir. Alle. Ist auch jetzt ein ziemliches Schlachtfeld geworden am Ende. Endlich erkennt das immer. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich Flo vorbereiten kann auf das, was noch kommt. Soll ich dir sagen, was er gesagt hat? Was hat Kalle gemacht? Ja. Ich bin reingekommen und gesagt, was hat Kalle gemacht? Ja, es tut mir leid. Cool. Dann probieren wir mal. In Berlin Mitte kannst du so ein Restaurant aufmachen für ein halbes Jahr. Aufgabe gelöst. Also mindestens, laut Genshin mindestens wieder gelungen. Ja, also die Kartoffeln sind sehr gut durch. Bitte? 5 bis 6 auf jeden Fall. Ja! 6! Das war mega stark. Da ist ja kein Kartoffelsuppe drauf. Warum gibt es 6 Punkte? Weil es doch am Ende des Tages irgendwie ganz gut gelungen ist. Natürlich mit massivem Eingreifen und sonstiges. Aber das kann man so als kleiner Zwischengang, das ist ja eigentlich ein Hauptgericht hier bei uns auf dem Teller, kann man so machen. Da ist noch viel, viel Luft nach oben. Das heißt, 7 Punkte sind es auf keinen Fall. Aber es ist auch irgendwie ganz gut gelungen. Ja, unser Gericht war ja absolut erfolgreich. Und ja, das kommt jetzt. Und ja, tatsächlich war das der Hauptgang. Aber am Ende des Tages bin ich sehr froh, dass ihr beide das irgendwie noch auf die Reihe gekriegt habt, dass das, was ich vorgeleistet habe, irgendwie noch schmeckt. Und ja. Und Gaming ist Spaß und Strategie. Und Spaß haben wir hier. Strategie, die fehlte noch. Ja, also beim nächsten, auf jeden Fall. Beim nächsten Video, da kriegen wir es vielleicht mal hin. Ich bin gespannt, ob die nochmal antreten. Da müssen wir euch nochmal einen kleinen Hinweis geben, dass ihr die Möglichkeit habt, Genshin Impact aus dem Google Play Store zu laden und das gerne auf dem Handy, auch schön auf dem Smartphone spielen könnt. Und außerdem haben wir 3 Videos produziert. Die Vorspeise, die gab es bei Sepp und dem Pizza Meets. Und die Nachspeise, die wird es dann bei Flo auf dem Kanal geben. Und da schaut ihr gerne vorbei. Alles natürlich verlinkt. Und dann würde ich sagen, jetzt gibt's Nachtisch.